Wasseraufbereitung ist ein zentrales Thema in der ganzen Welt. Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser ist in vielen Teilen der Erde noch nicht sichergestellt. Die Umkehrosmose ist ein Verfahren, um aus Meerwasser Trinkwasser zu erzeugen. Diese Technik nutzt auch die Firma MFT in Köln. MFT steht für Membranfiltrationstechnik. Das ist unsere kleine, aber feine Firma hier in Köln, die sich seit über 20 Jahren mit Wasseraufbereitungsthemen in weit über 1000 Applikationen und in mehr als 100 Lieferländern beschäftigt hat. Bisherige Trinkwasseraufbereitungsanlagen haben das Problem, dass der Energieverbrauch extrem hoch ist. Das macht die Wasseraufbereitung gerade für Regionen mit schlechter Infrastruktur sehr kompliziert. Zusammen mit der KfW-Tochter DEG hat die MFT nun ein Pilotprojekt für eine Wüstenregion an der kolumbianischen Küste gestartet, um dieses Problem zu lösen. Hinter mir steht die Rosie 100. Diese Anlage ist speziell dafür gedacht, dass sie im kleinen Maßstab Trinkwasser entsalzen kann. Das Problem bei Membrantechnologie oder Reversosmose, man hat normalerweise sehr viel Chemieeinsatz und sehr viel Energieeinsatz. Mit der Anlage haben wir den Energiebedarf so weit runtergedrückt, dass wir das mittlerweile mit erneuerbaren Energien komplett dezentral und autark tatsächlich darstellen können. In der Region in Kolumbien gibt es kein Trinkwasser. Und die Regierung sagt, liefern das an. Das Wasser wird natürlich nicht besser auf dem Transportweg und wird dann gelagert. Das heißt, sie müssen jede Woche mindestens 2-3 Mal hin und her fahren. Das können wir mit der Anlage komplett autonom selbst erledigen. Pro Stunde kann die Rosie aus 800 Litern Rohwasser 100 Liter Frischwasser gewinnen. Ein Touchscreen mit einfacher Start-Stopp-Automatik erleichtert die Bedienung vor Ort. Um autark zu sein, arbeitet die Anlage mit Strom aus Windkraft und Photovoltaik. Alles geht über ein 48-Volt-System direkt in eine Lithium-Batterie mit 10 Kilowattstunden gespeicherter Energie, was ausreicht für ungefähr, sagen wir, 9 Stunden Laufzeit ohne Tageslicht. Und ich kann das genauso anfassen, also es ist nicht gefährlich. Und das ist auch sehr wichtig für solche Gebiete, wo Leute vielleicht nicht unbedingt jeden Tag mit Strom zu tun haben. Bei bisherigen Anlagen liefen Wasser- und Energiemanagement getrennt voneinander. Bei der Rosie wurden beide Technologien erstmals zu einer Einheit kombiniert. Das System lädt seine Daten in Echtzeit in eine Cloud und wird per Fernsteuerung aus Köln überwacht. Hier haben wir unsere Eckdaten vom Entsalzungsanlage. Kann man Wassertemperatur, Druck, Permeat, Konduktivität und Durchfluss messen. Die Energieseite und Wasserseite war vorher nicht so zusammengebracht, dass man mehrere Systeme, so ganze Flotten, von der Ferne einfach überwachen könnte. Aber jetzt haben wir das so gemacht, dass wir Hunderte oder vielleicht auch Tausende von solchen Anlagen sehr einfach überwachen und managen können. Das Projekt wird gefördert von der KfW im Rahmen eines Förderprogramms vom Bundesumweltministerium, Klimapartnerschaft mit der Wirtschaft. Dieses Projekt wird zu 50% von den Förderpartnern unterstützt, die anderen 50% trägt die MFT. Und wir glauben, dass das eine gute Investition ist, weil es ein extrem bedeutendes Projekt für die Zielregion darstellt. Super trinkbar.